Hallo meine Lieben, heute machen wir einen sehr köstlichen Auberginen-Paprikasalat. Super lecker gewürzt, das duftet hier im ganzen Haus sehr, sehr köstlich. So, und jetzt zum Rezept. Hier habe ich zwei Auberginen, die werden erstmal in der Mitte geschnitten und dann schaut man in solche gröberen Stücke, so ungefähr. Bei der Spitzpaprika die Kerne entfernen, einmal in der Mitte durchschneiden und auch in gröbere Stücke schneiden. So. Und auch eine Zwiebel etwas gröber schneiden, in solche Halbringe. Das Ganze gebe ich hier zu den Auberginen auf dem Backblech mit Backpapier. So, nun geben wir etwas Pflanzenöl oder Olivenöl. So. Dann brauchen wir Salz, einen Teelöffel und Pfeffer nach Belieben. So, das Ganze gut miteinander vermengen. Der Backofen ist schon am Vorheizen, dann geht es in den Backofen. 30 Minuten war das im Backofen, die Auberginen sind schön weich, das duftet hier so herrlich. Jetzt geben wir zwei große Knoblauchzehen darüber. Nun geben wir Balsamico-Essig darüber. So zwei Hände voll oder so eine gute Hand voll Petersilie, frische Petersilie, so um die 15 Gramm. Einen schwach gehäuften Esslöffel Zucker. Jetzt das Ganze gut verrühren und dann lasse ich das so um die 5 Minuten ordentlich durchziehen. Aber erstmal gut verrühren und auf Salz probieren. Also der Duft, der bringt einen um den Verstand. Das ist wirklich Knoblauch und Zwiebeln und alles. Ach, das ist richtig köstlich, meine Lieben. Und auch wirklich ganz einfach zuzubereiten. Man kann ihn auch schon einen Tag vorher vorbereiten und im Kühlschrank lassen bis zum nächsten Tag. Geht wunderbar. Dazu leckeres Baguette. Oh, wir freuen uns total. Freunde, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr macht das nach. Freue mich über eure Likes, über eure Kommentare. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, bitte dies nachholen. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia.